Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute geht's griechisch daher, sage ich mal. Wir machen nämlich Souvlaki. Und Souvlaki heißt das in Franken, ne? Souvlaki. Dazu brauchen wir eine Schweinelachse. Da liegt jetzt noch die Silberhaut drauf, die werden wir gleich abparieren. Dann brauchen wir zwei Knoblauchzehen, ein wenig Zitrone, ein bisschen Olivenöl. Und ich nehme in dem Fall das Mississippi, das hat einen hohen Kräuteranteil und sehr wenig Salz. Da braucht man gar nicht so viel Salz für das Gericht. Ja, als erstes ziehen wir uns nochmal einen Handschuh an. Wenn ich reinkomme, ich habe nur noch M. Oh, geht's? Ja. Gut, gleich sind wir soweit. Finger sind ein wenig länger wie sonst, jawohl. Dazu habe ich so ein Pariermesser. Schau her, da kann man nämlich die Sehne, wer möchte, für die, ich mag es auch nicht so gern, also das kann man ruhig wegparieren da. Schau her, ganz wenig. Je weniger Fleisch dran hängt, umso größer sind die Stücke am Grill. Brauchen gar nicht alles. Da gibt es dann noch Schnitzel davon. Ne? Drehen wir das Ganze nochmal rum. Das Assee da hüben. Alles weg. Das ist sehr unangenehm im Mund, ne? Das wollen wir nicht. Da unten ist auch noch so eine Sehne, die machen wir auch noch weg. Gut. So. Das kommt weg. Dann schneiden wir uns gleich mal schöne Stücke runter, so ungefähr einen Zentimeter, ein bisschen mehr, vielleicht eineinhalb. Dann kommen die, das können wir noch ein bisschen wegparieren, ist okay. Dann schneiden wir die dreimal durch, ungefähr gleich große Stücke. Legen wir sie nochmal auf das Blech. So. Dann wird man das würzen. Das hat wieder einer zugemacht, das ist klar. Dauert wieder. Würzen das. Schön kräuterlastig. Passt super. Drücken das kurz ein bisschen an. Und drehen wir das Ganze. Würzen noch von der anderen Seite. Mal kurz weg. Jetzt machen wir unsere Marinade. Nehmen wir eine Zitrone, am besten ihr drückt sie so aus, dann bleiben die Kerne in der Hand. Eine halbe Zitrone. Dann brauchen wir klein geschnittenen Knoblauch. Mit den Handschuhen geht es traumhaft. Ich nehme überhaupt nicht. Kommt mit rein. Braucht man Sprut Olivenöl. Ungefähr einen Esslöffel. Gut. Dann rühren wir es ein bisschen durch. Schau her, so schaut es aus. Man braucht gar nicht so viel Salz. Durch diese Zitrone schmeckt es so lecker, dass man das nicht braucht. Dann hauen wir unsere Fleischstückchen da rein. Marinieren die da drin. Den Rest vom Gewürz tun wir noch rein, muss ja nicht weggeschmissen werden. Und dann geht es in den, ja, Plastik soll man ja nicht mehr so viel verwenden. Wir könnten es jetzt eine schütteln lassen, aber ja, wir tun es jetzt doch in diese Tüte. Und es soll ja da drin für sage und schreibe wenigstens 2 Stunden marinieren, nicht so lang mit der Zitrone. Das gart schon leicht, ihr wisst es. Gut, Abracadabra in den Kühlschrank und gut ist. Ja? Da haben wir eine neue, die habe ich vor ungefähr 2 Stunden einmariniert. Die holen wir jetzt schon mal raus.
nehmen wir unsere Schale wieder. Beziehungsweise wir könnten auch das Brett nehmen. Das ist vielleicht, beziehungsweise nicht das Brett, sondern diese Schale. Und legen unsere Souvlakis schön hintereinander auf. Und versuchen dann mit so einem Fleischspieß, seht ihr das? Naja. Flach aufspießen, dann passt es hundertprozentig. Und dann hast du da überall Licht gleichmäßig auf. Machen wir noch einen. Den Rest kriegt wie immer der Kameramann mit. Ein ganz dünner Verrecker nämlich. Jetzt kann man ein bisschen. So schaut's aus. Da ist es. Oh, das ist aber schlecht. Da müssen wir ein bisschen mehr mittig stechen. Schaut her. Und es gibt so viel nach, das passt eigentlich. Sollen wir den anderen gleich mitmachen? Dann haben wir drei, schaut besser aus. Ihr wisst, um was es geht. Den machen wir auch noch. Den lege ich mal wieder hin. Ich gehe mal von dieser Seite, dann seht ihr das besser. Also schön, ihr seht diese Spieße, die sind noch von meiner Schwiegermutter, die hat früher eine Wirtschaft gehabt und hat sie mir Ländchenspieße gegeben. Guck, den habe ich gar nicht getroffen. Also nochmal. Schaut her. Schön zusammenlassen. Und da hinten ist ein Schweinle dran. Steht für Schweinfurt. Ja? Gut. Das war es im Grunde genommen schon. Und jetzt müssen wir schauen, ob unser Grill richtig Dampf hat. Da ist er ein wenig abgefallen. Machen wir ein wenig höher. Und sehen uns gleich, wenn er 250 Grad hat. Bis gleich. So, jetzt hat der Grill die richtige Temperatur. Wir haben 250 Grad anliegen. Nehmen wir unser Teilchen und legen die gleich mal auf. Branding muss natürlich sein, das wisst ihr. Einmal kann man die Sau anlangen da. Beim zweiten Mal wird es ein wenig schwierig. Ihr wisst warum, ne? Strandflecken. Das machen wir gleich ein wenig sauber für 1,5 Minuten maximal. Und dann drehen wir maximal 3 Minuten. Es soll leicht rosé noch sein, weil wenn der Schweinelachse zu weit durch ist, macht es keinen Spaß. Ne? Dann ist es. Ah, Träumle. Gefällt mir. Gefällt mir. Ein wenig andrücken. Dürfen wir nicht probieren, ich weiß. Zängle brauchen wir heute. Wir drücken sie ein wenig an, aber die liegt super satt auf, sehe ich. Müsste klappen, die schaut ja klasse aus wie ein ganzer Steg. Wenn ihr beim Kriegen seid und die Teile sind recht zäh, dann sind sie zu lang drauf gewesen. Ne? So, jetzt haben wir schon einer. Ja, wir drehen jetzt einfach mal die Sachen. Jetzt gehe ich einmal unter dem Schweinchen drunter. Ah, Träumle. Ihr habt auch gesehen, meine Spieße sind etwas platt gedrückt. Da bleibt es natürlich viel besser und dreht sich nicht so das Fleisch. Ja? Die Zitrone macht es natürlich ganz sogar frisch, so richtig mediterran. Soll ich nochmal? Mediterran heißt es. Mediterran. Nochmal? Sag das, du schneidest raus, oder? Die Soße. Nix, ich mag es gleich nochmal. Alles gut. Eigentlich müssen wir das drin lassen. Ja. Es ist kalt hier. Wir haben ja jetzt eine Woche schönes Wetter gehabt und da haben wir nicht gegrillt. Wir können nur grillen, wenn es ein bisschen kühler ist. Also, jetzt haben wir wieder 1 Minute und was weiß ich, wie viele Sekunden um. Jetzt nehmen wir es so. Das war vielleicht falsch, dann müssen wir den hinten hinlegen. Natürlich bleibt da ein bisschen was am Grill, was jetzt kleben, das sind die Kräuter. Das ist aber normal. Aber das hält es aus. Ach, ist das schön. Hä? Das gefällt mir. Jetzt schauen wir gleich nochmal. Jetzt legen wir die mal hoch, das ist mir zu viel. Verbrannter Hunden.
Da nehme ich, da, die Bürste ist auf der anderen Seite. Jawohl, das bürste ich schnell nochmal ab. Schau her. Das war's schon. Hätte ich fast hingelangt, habt ihr das gesehen? Ein herrliches Branding. Ja? Da jetzt noch ein Gemüse draufgeschmissen. Ein wenig Tzatziki noch. Das kommt bestimmt gut. Ja? So, jetzt sind wir fertig. Jetzt wird das runtergeholt vom Grill. Ah, herrlich. Herrlich, schaut euch das an. Träumle. Träumle. Wahnsinn, hä? So, jetzt kommt das Probieralles. Ziehen wir das erste runter. Schaut her, ganz zart rosa. Boah, Butter. Mit der Zitrone. Schaut her. Mississippi kommt geil. Der Knoblauch ist halt eine Schweinelachse. Braucht ein wenig länger. Ist aber trotzdem super zart. Bisschen Tzatziki dabei. Ein wenig Gemüse, ein Träumle. Die Zitrone macht das alles ein wenig, als ob man mehr liegt. Ne? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler.